Guten Morgen Leute, hallo und herzlich willkommen zu Cologne Bike Lane. Heute geht's eine kurze Runde durch den Sturm. Ihr seht, die Wetterbedingungen sind nicht die allerbesten. Ich bin mit René unterwegs und wir fahren einmal in Richtung Pulheim ein paar Trails ab und dann geht's nachher hoffentlich einigermaßen sauber wieder zurück. Viel Spaß! Völlig furchterregend. Das ist genau das Richtige zum Üben. Aber der Blut schlägt hier. Oh, hier, ja, ja. Ja, Leute, keine Ahnung, wo wir sind, aber das ist der Hammer hier. Guckt euch das an, also alles. Doubles, kleine Sprünge für mich. Also jetzt natürlich bei dem Schlamm nicht so besonders gut fahrbar, aber Hammer. René hat gesagt, hier hat er letztens auch mal einen Blutfleck gefunden. In der Landung vom großen Double. Nicht unwahrscheinlich, aber dennoch sehr traurig. Wir hoffen, dem Fahrer geht's gut. Weiter geht's. Ja. Scheiße. Nass. Ich weiß nicht, was ihr gesehen habt, was ihr nicht gesehen habt. Auf jeden Fall ist mein Sattel jetzt locker.
Den muss ich jetzt mal schnell festziehen, dann geht's hier weiter. Guckt euch das verdammte beschissene Wetter an. Was geil! Ja, ist halt mega. Warum bräuchte ich noch so eine kleine Motorsäge am Sattel? Fett, Leute, an so Spots kommt man nur vorbei, wenn man sich auch bei so miesem Wetter aufs Rad traut. Guckt euch das an. Ist das nicht wunderschön? Mega klares Wasser. Haha. Wie mein Sattel aussieht. Darauf sitze ich. Ich habe den Eindruck, dass man auf die Insel da drauf fahren kann. Auf die Insel drauf? Ja. Geil, ey. Ich muss jetzt unterste Kettenblatt. Fliegt rein. Oh nee. Fahrt im See, Alter. Ja, Leute, wir fahren im See. Das hat man auch nicht alle Tage. Aber es geht klar. Ja. Das Schlimmste sind echt diese blöden Dorn-Dinger, ne? Dorn of the Dead. Glaubst du, dass ich jetzt Dornen in meinem Ergon-Griff habe? Dorn of the Dead. Oh, diese Dornen. Ah.
Wunder, dass wir noch keinen Platten haben. Echt ein Wunder. Oh, Highlight. Der geht. Das ist echt so Radfahren gegen die Elemente. Die warme Dusche ist dann die Belohnung nachher. Moin. Danke. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zur Pulheimer Lache. Es sind wirklich die krankesten schlammigen Bedingungen. Der Wind peitscht uns direkt ins Gesicht. Es ist überall rutschig, wo es normalerweise einfach nur Weg ist. So, und wir fahren jetzt über die Pulheimer Lache ins Aurawäldchen. Das zeigen wir euch dann auch nochmal. Bis später. Wäldchen angelangt. Boah, und ihr hört schon, überall knarzt es. Die Bremsscheiben sind voll mit Sand. Die Schuhe sind voll mit Schlamm und Wasser. Aber es macht einfach nur mega Bock. Es ist wie als kleines Kind im verdammten Sandkasten rumplanschen. Ah. Und dann zeige ich euch die auch mal von außen. Heute versuchen wir zwar hier einfach nur zu überleben und ja, uns nicht allzu sehr aufs Maul zu legen. Es macht schon richtig, richtig Spaß. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, unsere Schlammtour hat euch wieder gefallen und schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Cologne Bike Lane. See ya! Ja, Leute, zur Abschlussgeschichte nochmal ein kleiner Lost Place. Was auch immer das hier für ein Turm ist, ist auf jeden Fall ein Turm. Leider ist das dann ja wie immer. Hier sind so kaputte Heizungen und Sachen und Zeug. Naja, aber das ist ganz in der Nähe von da, wo ich aufgewachsen bin. Und ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Ich werde das für euch mal googeln. Halterung verabschiedet sich gerade. Naja, genau. Und der Lenker wird an der Stelle kleiner. Es geht also ganz schnell. Ja, fett Leute. Auch so. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, Erdorn. Das ist echt crazy. Leute, mega geil. Ah, nochmal. Ich hoffe, unsere Schlammtour hat uns. Ich hasse Vorderradrutscher. Der Wahnsinn.
Ja, ne?